Willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich stelle euch den ersten Project-Skin vor, und zwar Project Yi. Und wie immer kommen wir zuerst zu den Emotes und danach zeige ich euch die Spells. So, das waren einmal die die Emotes und jetzt kommen wir einmal zu den Spells. Fangen wir mit den Auto-Attacks an. Hier sehen wir gleich einmal den Vierer-Hit. Zack, da kommt so ein kleiner Schlitzer. Dann haben wir den Q. Da zeige ich euch am besten bei Minions, denn da sieht man das immer sehr, sehr schön, wie der von Minion zu Minion schlitzt. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Dann haben wir den W-Spell. Erinnert mich so ein bisschen an Victor, wenn er recallt, seine Datentafel hier. Der E-Spell. Da färbt sich unsere Klinge blau. Auch sehr schön gemacht. Die Ult. Und zu guter Letzt natürlich noch die Todesanimation. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Holy shit, also wow. Echt nicht schlecht. Man muss dazu sagen, bei dem Skin hat sich nicht nur das Äußere von den Spells geändert, das Gesamtäußere, die Stimme hat sich geändert und natürlich die Emotes und die Todesanimation. Das Ganze hat natürlich auch folgenden Grund, denn der Skin wird 1820 Riot Points kosten, also haut schon ordentlich ins Portemonnaie rein. Ich würde sagen, das war's für heute. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Skin haltet und auf welchen dieser Project Skins ihr euch am meisten freut. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mit dem Recall und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!